Was geht ab, meine Sie-Fighter? Osiris hier. Außen vorweg, heute ist Freitag. Dieses Video heißt, ihr könnt mir eure Dokkan-Teams senden für das morgige Team-Rating-Video. Diejenigen, die nicht Bescheid wissen, was ich meine, ein Anleitungsvideo setze ich in die Beschreibung dieses Videos. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne vorbeischauen. Und vergesst nicht, mir eure Teams mit dem Hashtag Team Osiris zu senden. Anyways, was machen wir heute? Heute schauen wir uns im Format Underrated unterschätzte Teams an. Wir nehmen deshalb, also außen vorweg sind natürlich alle Extreme-Teams quasi unterschätzt. Deswegen nehmen wir unseren Extreme-Neo-Guard-Leader Cooler mit seinem Extreme-Physisch-Team und ich werde euch heute zeigen, dass ihr sie auf jeden Fall nicht unterschätzen sollt. Deshalb würde ich sagen, wir legen auf jeden Fall sofort los in, natürlich in der letzten Stage des Boss-Rush-Events. Das Team hat wirklich in sich. Das Team hat es in sich. Ich habe auf die Rotation nicht geachtet, aber die Rotation ist schon mal sehr gut. Die ist perfekt quasi, denn wir halten Cooler und Freezer in einer Rotation. Beide teilen sich sehr gute Link-Skills. Bootanks ist unser Rotationscharakter. Er ist wirklich ein sehr guter Charakter, unterschätzt ihn nicht. Er ist ein Sealer, außen vorweg ein Sealer. Heißt, wenn er eine Super-Attack macht, dann sealen wir den Gegner. Dies wiederum heißt, unser Gegner wird für die Runde und die nächste Runde keine Super-Attack machen, sondern nur Auto-Attacks. Also normale Angriffe. Andere Rotation würde so aussehen, wir hatten auf jeden Fall Omega Shenlong mit Sin Shenlong. GG, eine Runde. Sin Shenlong in einer Rotation, denn ganz klar, die beiden Shadow Dragons sind insane. Jetzt müssen wir kurz gucken, Omega Shenlong kommt in die andere Rotation. Okay, heißt diese Rotation zu fixen wird ein bisschen schwer. Ich würde aber gerne eigentlich meinen Cooler mit dem anderen Freezer reinbringen, jedoch muss ich aufpassen. Wir machen das Ganze so. Tun erstmal Goku Black raus. Goku Black ist auch ein Rotationscharakter in dem Team. Ich habe Cooler ganz nach links gestellt, weil wir haben Typen Nachteil, aber Cooler ist tanky, wir haben es gesehen, also wirklich 3000 von dem Angriff, wo wir eigentlich Typen Nachteil haben. Ist auf jeden Fall gut, ist auf jeden Fall gut. Und genau, das Team ist wirklich sehr gut, Leute. Leider werden die Extreme-Teams sehr unterschätzt. Wahrscheinlich haben da halt viele nicht die Extreme Neo Guard Leader und an sich Extreme Karten, weil sie mehr für die Heroes summon. Also kein Thema, verständlich, verstehe ich. Jedem seine Sache. Nur solltet ihr sie auf jeden Fall nicht unterschätzen. Auf gar keinen Fall, Leute. Das werde ich euch heute zeigen. Ich hoffe, ich kann es euch zeigen. Und genau. Ihr seht, es ist 73 mit Typen-Nachteilen. Also Cooler. Diejenigen, die nicht wissen, was Cooler kann, durch seine Pässe bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 100% und er hat eine Chance, was heißt, er hat eine Chance. Er macht einen weiteren Angriff, einen weiteren Additional Attack. Dieser hat dann eine Rare Chance, eine Ulti zu sein. Genauso quasi. Zu den einzelnen Charakteren kommen wir dann im Laufe des Kampfes zu sprechen. Oh, jetzt wegen den Rotationen. Die andere stimmt, hier müssen wir Omega Shenlong reinhauen. Und ich glaube, Omega Shenlong habe ich vorhin. Ihr seht schon, unsere HP-Balken geht hoch, deswegen Metamorphosis. Ist wegen Metamorphosis mit Bootanks. Omega Shenlong muss hier rein. Heißt, wir haben Instant Shenlong hier, alles klar. Alright. Bootanks an sich, wie gesagt, nicht nur, dass dann Sealers durch seine Passive ist wirklich auch sehr gut, Leute. Unterschätzt ihn nicht. Wenn ihr ihn habt, nutzt ihn. Denn er bekommt so 100% auf seinen Angriff und verringert von Heroes, gegnerischen Supertype-Enemies, die Verteidigung um 50%. Um die Hälfte, Leute. Das ist übertrieben viel. Das ist sehr viel und sehr gut. Die Rotation, genau das ist eine perfekte Rotation. Die zwei Cooler werden reinhauen, wobei ich meinen Cooler in die Rotation bringen will auf jeden Fall. Denn er ist im Dupe-System weiter vorangeschritten als der unseres Friends. Oh, das wird wehtun. Typen-Nachteil, ja, wird trotzdem wehtun. Oh, 138.000 auf jeden Fall. Aber wir sollten das überleben. Die Runde. Und in der nächsten Runde müssen wir uns eventuell healen. Also die Runde, die erste Runde wird auf jeden Fall sehr schwer gegen Kakarot. Wir haben ganz einen Typen-Nachteil. Aber mal gucken, was die Jungs hier so drauf haben. Oh, das sieht man gerne. Das sieht man gerne. Ultimate Crit. Noch ein Crit? Ah, leider kein Crit. Leider kein Crit. Und Full Power Freezer, Leute. Eine der ersten Karten. Immer noch wie eine Bombe. Immer noch wirklich 1A-Charakter. So, endlich. Jetzt haben wir die Shadow Dragons in einer Rotation. Und jetzt kann uns nichts mehr aufhalten, Leute. Vertraut mir. Wir ziehen uns trotzdem mal zur Sicherheit. Denn die beiden Shadow Dragons haben solche Debuffs drauf. Durch ihre Passive, durch ihre Super Attacks. Das ist ridiculo. Ja, das ist lächerlich. Die tun den Gegner so senken. Sei es ihr Angriff, ihre Verteidigung. Ist GG.
Die kommen da einfach durch, 1A. Ja, boom. 3 additional attacks. 2 Ultis. Ja. Wollte gerade RIP schreien, aber das muss als Zinnstellung mit dem Todesstrahl des Drachen erledigen. Boom, raus mit dir. Nice, den ersten hätten wir hinter uns, sehr gut. Und die andere Rotation kommt langsam auch in Form, das freut mich. Indem wir Cooler und, also mein Cooler und Freezer in einer Rotation halten. Leute, wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, wenn euch die Charaktere jetzt schon ein bisschen überzeugt haben, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr neu hier seid, auch auf jeden Fall ein Abo, Leute. Alright, ihr seht schon, Freezer und Bootanks, die teilen sich wirklich sehr gute Linkskills, deswegen auch, wenn er Flash bekommt, Key plus 3. Zudem hat Bootanks noch Metamorphosis mit Cooler. Solltet ihr auch nicht vergessen, heißt wie Heal und so ein Prozentsatz. Ja. Ansonsten, wie gesagt, dieser Freezer nicht unterschätzen. Eine der ersten Karten zwar, aber eine der ersten Karten, die auch immens Damage im Multiplayer auf den Super Angriff hatte. Und wenn er ultet, bekommt er 120% auf den Angriff. Also der Junge macht auf jeden Fall Schaden. wenn er wirklich seinen Schaden, also wenn er angreift, dann kann ihn nichts aufhalten, sagen wir es so. Und jetzt Leute, seid gespannt auf den Damage, der hier folgen wird. Denn wir haben noch den Special Link Skill gegen Vegeta aktiviert, nämlich dass Shadow Dragon, also die Link Skill Shadow Dragon vermehrt Schaden macht. Ihr seht schon, Omega und Cinchalong leuchten auf. Ich sag One-Shot. Boom. 3,7. Adieu. So, jetzt passt auch die Rotation. Perfekt. Nehme ich meinen Cooler mit meinem Freezer. Und ja, unser Friend Cooler haben wir auch. Das passt. Sehr gut. Cooler an sich, Leute. Auf Cooler haben wir angesprochen, schätze ich. Ja, Cooler haben wir angesprochen. Wie gesagt, Attack und auf 100%. Macht einen Additional Attack. Was eine Rare Chance. Auf eine Ulti hat. Genau das wollen wir sehen. Cooler greift einfach an. Vor allem genießt mal die Ulti, Leute. Dann kommt er mit einem Planeten her. Mit einem Planeten her und klatscht es euch gegen euer Gesicht. Die Supernova. Und genau, Shadow Dragons. Also Omega Shadow bekommt so 120% auf seinen Angriff. Verringert von jedem Gegner Attack und F um 20%, macht einen Additional Attack mit einer Chance, nicht Rare Chance, sondern mit einer Chance, also erhöhte Chance als Cooler, dass es eine Ulti ist. GG, das sind die One-Shots, die wir sehen, so, die wir sehen wollen. 3,7, ciao Vegeta. Ciao Vegeta, ja, mit so einem Event, krass. Ansonsten, Cinchalong auch nicht zu unterschätzen, bekommt auf den eigenen Angriff 80% verringert. Ich glaube, Verteidigung war es. Das Gegner ist um 30%. Upsa. Richtig. Also, wie gesagt, zwei sind wirklich sehr gute Debuffer. In einer Rotation haltet sie auf jeden Fall in einer Rotation immer. Das ist ganz klar, Leute. Wenn ihr auf sowas achtet, sei es in egal welchem Team, dann werdet ihr so viel besser im Kampf vorankommen, auf jeden Fall. Das ist zu eurem Gunsten. Denn die Charaktere teilen sich bessere Linkskills. Harmonieren quasi deswegen auch besser und kommen auf mehr Schaden. Ihr habt weniger Key-Probleme und so weiter und so fort. Wie gesagt, ist in jedem Team anders. Schaut auf jeden Fall mal kurz eure Charaktere an, okay, und schaut, ah, okay, die zwei linken sich gut, also kann man sie auf jeden Fall beide in einer Rotation halten. Also, was gibt's so für Duos? Ich sag mal, ja, hier, wir haben auf jeden Fall Omega Cinchalong. Dann haben wir Cooler Freezer, ganz klar. Dann haben wir zum Beispiel noch, sei es irgendein anderes Team, zum Beispiel Vegeta Blue mit Goku Blue, Vegito, Super Vegito mit Blue Vegito zum Beispiel und normaler Vegito, Gotenks Reifacher mit den anderen Gotenks, ist ganz klar, ja, das sind ja quasi fast identische Charaktere. Trunks mit Goten, vielfacher Vegeta, vielfacher Goku, vielfacher Gogeta zum Beispiel rein, die ganzen Fusion Charaktere, also auf sowas immer achten, Leute, auf sowas immer achten. Ihr seht schon, nebenbei hauen wir alles zur Seite, das ist insane. Aber uns fehlt hier jetzt leider Key, macht nichts. Ich hoffe auf eine Additional Attack auf jeden Fall. Und Bootanks kann sie auf jeden Fall sehen. Natürlich ist die Verteidigung des Gegners nicht um 50% gesenkt, denn es ist ein Extreme-Type. Also ich spreche gerade Bootanks seine Passive an, denn sie verringert nur von Heroes, von Super-Types, die Verteidigung um 50%. Oh mein Gott, dieser Freezer. Dieser Freezer. Also viele haben mich ja gefragt, zum Beispiel, was hätten sie mit ihren roten
Super Dragonstone holen sollen. Habe ich gesagt, auf jeden Fall dreifach Goku oder der Freezer hier. Dieser, also Goku wird noch sehr, sehr gut wegen Extreme Z Battle. Freezer ist schon 1A. Ich kann mir nicht vorstellen, also wenn dann Extreme Z Awakening bekommt, wie krank er wird. Denn die Karte ist schon brutal, Leute. Immense Damage, 120%, wenn er angreift. Gute Linkskills auf jeden Fall im richtigen Team, so wie hier zum Beispiel. Und ihr seht schon, er kommt auf seinen Schaden. Deswegen bin ich gespannt, wie sie ihn ändern werden. Eigentlich sollten sie ihn ändern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie ihn nicht ändern, weil er schon so sehr gut ist. Also eigentlich sollten sie schon ändern, wie jeden anderen Charakter der älteren Ära. Also die Leader vor Super Vegito. Okay, jetzt greifen wir mal unsere gegnerische Kuhle an. Ja, okay, das tut trotzdem weh. Und auch diese Charaktere, die vor Super Vegito dem Leader kamen, bekommen im Dupe System maximal 7000er Werte plus obendrauf. Das ist der höchste Wert im Dupe System, den sie bekommen können. Also ich rede von den Stats. Und dazu gehört dieser Freezer, Super Greater Strength, Broly Strength, Tech Cell, Int Ultimate Gohan und Physisch Kid Buu. Genau, die alten Lieder quasi. Alright. Edition Ulti, genau das wollen wir sehen, Leute. Das ist 1A. Okay. Also wirklich mehr oder weniger ohne große Probleme. Am Anfang hatten wir, klar, gegen den vierfachen Goku, weil der Typenvorteil hatte, aber jetzt geht's, ihr seht, es geht wirklich easy vonhanden. Alright. Haben wir auch schon unsere Shadow Dragons wieder. Also fast jede Runde ist wirklich ein One-Shot. Also wir One-Shotten unseren Gegner fast in jeder Runde. Sei es nicht nur mit einem Charakter, sondern auch mit den ganzen Charakteren in der Rotation. Aber wir sind nach einer Runde so gut wie raus. Wie hier. Na, okay, ein bisschen hat Goku gesagt, ey, ich bremse dich mal. Aber nee, haben ihn trotzdem rausgenommen. Okay. So, Kuda. Unser Boy Kuda. An sich wirklich, ich finde Kuda sehr cool. Ja, okay, komisch wegen den Namen. Aber ich finde Kuda auf... Ihr müsst euch mal überlegen. Freezer war der allererste Enemy. Big Boss. Also über Freezer ging gar nichts. Er war wirklich so fies, so villain-like. Es war wirklich ein ultimativer Endgegner quasi. Und dann kommt einfach sein Bruder, der eine weitere Form draufpackt. Allein der geht... Oh, 1,4 Crit. Allein der Gedanke schon. So. Vor allem als Cooler sich transformiert, wie groß er auf einmal wird. Packt sich einfach, weil er wahrscheinlich zu aggressiv ist, selbst einen Maulkorb auf. Das ist eine brutale Szene, ohne Witz. Verwandelt sich, ding, 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 erstmal sein Maul zu machen, ja, damit er nicht wahrscheinlich aggressiv wird oder ala, ala schreit. Die Leute, die bei mir in Streams regelmäßig vorbeischauen, wissen, dass wir da auch wirklich rumspacken mit dem La. Vor allem die ganzen Jungs, die da mitmachen. Shoutout an euch auf jeden Fall. Okay. Nice. Ihr seht schon, wir bekommen keinerlei Schaden. Selbst ein Sun Shenlong 96 wird zum Tank. Deswegen den Debuffs. Deswegen den Debuffs, Leute. Attack wird gesenkt, Verteidigung des Gegners wird gesenkt. Booting kommt nochmal mit hinterher mit der Passive. Also jetzt Kakarot wird wirklich sehr viel Schaden bekommen. Son Goku wird wirklich sehr viel Schaden bekommen wegen Bootings. Weil er noch zusätzlich... Ah, ich dachte, es wäre eine Route, macht nichts. Weil... Ah, schade. Weil er noch zusätzlich die Verteidigung des Gegners um 50%, also von Heroes, ihr seht's ja, senkt. Komm schon, Cooler, hau die Ultis raus. Ah, okay, schade. Zwei additional Attacks. Aber Freezer? Wenn es gekrittet... Ah, jetzt schade. Bootings hätte das beenden können. Hätte ich jetzt nicht den Fehler gemacht. Ich finde Bootings an sich wirklich ein sehr cooler Charakter. Den neuen. Ist wirklich sehr, sehr cool. Gute Linksets, Sealer, Passive ist ordentlich. Kann mich auf jeden Fall gar nicht beschweren. Okay. Sehr gut. Schade, wir hätten ihn jetzt rausbekommen. Egal. Wir müssen Zeit verloren. Aber Omega Shenlong beendet das Ganze. Und Omega Shenlong kommt in dem Setup immer auf 1,4 Millionen Schaden Minimum. So schon. Außen vorweg. Also der Angriff ist sein Angriffszähler. Klar haben wir gerade weniger Schaden gemacht, weil wir keinen Typenvorteil haben, weil er tanky ist und so weiter und so fort. Aber, also schon rein vom Setup her bekommt er sehr viel Angriff. Okay, auf zur letzten Stage.
Das hat auch viel. Oh Gott, okay, die Keys. Jetzt fehlen natürlich uns die Keys. Aber. Wir gehen uns mal ganz zur Sicherheit nochmal. In der letzten Runde. Wir wollen jetzt nicht versagen, soweit wir gekommen sind. Okay. By the way, schaut mal unser HP-Balken an. 340.000. Das ist Kategorie-Team-like, aber wir sind in keinem Kategorie-Team. Wir sind ein Extreme-Physisch-Team. Ein Neo-Guard-Team. Leute, unterschätzt diese Units nicht. Wenn ihr sie habt, irgendein Extreme-Leader, euch ein Team bauen könnt, dann macht es, unterschätzt sie nicht. Ihr seht, schaut mal, wie locker-flockig wir hier vorankommen mit dem Team. Let's go. Natürlich braucht ihr auch die Charaktere, ich verstehe. Na klar, ganz klar. Aber das ist so quasi das Optimum momentan von dem Physisch-Team, was geht. Es gibt noch einen super, also Extreme-Physisch-Supporter, Superboom. Der ist im Team auch wirklich sehr gut. Nur wüsste ich nicht, wo ich ihn reinpacke, wenn ich ehrlich bin. Oh, 1,5 Millionen Crit. Weil wir haben unsere zwei Rotationen, Cooler, Freezer, Omega-Shallong, Sin-Shallong. Und hier müssen wir aufpassen, hier bekommen wir Ultis. Aber ich lasse es mal so gekonnt. Wir wollen wissen, wie viel Schaden die machen. Beziehungsweise wie viel Schaden wir bekommen. Omega-Sin, der andere Rotation, also Charakter, Goku Black und Butengs. Also entweder würde man Goku Black oder Budengs rausrotieren, also raus tun für den Extreme Physisch Supporter Superboom. Aber es hat eine schwere Entscheidung, ne? Es ist wirklich eine schwere Entscheidung. Also der Extreme Physisch Superboom Supporter ist wirklich 1A, den sollte man echt unterschätzen. Wenn ihr ihn habt, könnt ihr ihn quasi auch benutzen, das will ich damit sagen. Aber ja, in meinem Fall wäre es echt schwer, hier irgendeinen rauszupicken. Anyways, Goku Black beendet das Ganze wahrscheinlich. Yes. Nice. Und auf zur letzten Stage. Gegen Kid Buu. Ja, Kid Buu ist reiner One-Shot wird das jetzt. Adieu. Hoffe ich. Ah, da klar, Doka-Mode. Let's go. Super Abschluss mit dem Doka-Mode. Bin auf den Schaden gespannt. Wenn es ein Crit wird, wird's geil. Ansonsten schauen wir mal. Ohne Crit schätze ich 3 bis 4 Millionen. Ja, kann gut sein, kann gut sein. Schauen wir mal. Mit Crit weitaus drüber wahrscheinlich. Aber Omega Shenlong zum Abschluss. Wenn auch seine geballte Kraft zeigen. Okay, quasi. Oh je. Yeah. Habe ich. Da habe ich ihn jetzt nicht unterschätzt, sondern überschätzt. Anyways, 2,6 Millionen auf jeden Fall 1A. Also Leute, so viel zum Extreme Physisch Team. Ihr unterschätzt das Team auf gar keinen Fall. Ich hoffe, ich könnte euch überzeugen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Abonniert, wie gesagt, falls ihr neu hier seid. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und vergesst mir nicht, eure Team zu senden. Neuer Rekord, by the way. Ganz cool. Also Leute, macht's gut, genießt die Zeit. Wir sehen uns. Peace.